sowas. Religiöser Umzug. Ein Konflikt zwischen den religiösen Gruppen unserer Gesellschaft und den Bauern ist in letzter Zeit eskaliert, da die Bevölkerung das Gefühl hat, dass die religiösen Zeremonien seien unzugänglich und distanziert. Das hatten wir auch schon. Stabilität verlieren, wir sind immer noch bei Null. Da könnten wir, wir können hier doch Punkte investieren, hier in die Stabilität. Bäm! Da wäre so viel Punkte jetzt. Das läuft jetzt demnächst ab. Da brauchen wir noch 200, aber trotzdem. Bäm! Stabilität 3. Wunderbar. Die Priester werden in Ruhe gelassen. Wir verlieren Stabilität, Omen Stärke, Omen Dauer. Er erhält 10 Loyalität. Ägypten erhält 25 Religionsmacht. 2 Loyalität. Nimm mal die Mitte. Man kommt nach Hause und die bösen Ägypter essen von deinen Tellern. Ja, wir essen nicht nur von deinen Tellern. Wir haben uns hier häuslich niedergelassen und schlafen auch schon hier und machen ganz andere Dinge. So, wir haben hier eingenommen, oder? Das heißt, jedes Mal will ich hier hoch. Jedes Mal. Wieso ist das immer noch? Weil hier immer noch Teile offenbar nicht eingenommen wurden. Ja. Erst dann ändert sich das. So. Die Anzeige ist auch ein bisschen bei EU4 wechselt das ja in so eine spezielle Ansicht. Und mit der kann ich hier immer nichts anfangen hier. Also, so, die beiden. Eigentlich sollte das rot werden, laut EU4. Hier oben. Hier unten. Hier oben. Oh, es fehlt aber noch was. Die Hauptstadt von Sardaismus bis jetzt sein. Ist hier noch eine Hauptstadt? Iope. Ist das? Ach, hier haben wir was vergessen, hier unten zu besetzen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich mich. Resina und Sardais. Wo ist denn Resina und Sardais? Resina und Sardais. Okay, die beiden bekommen wir nicht. Das ist klar. Aber das hier unten, das holen wir uns. Iope habe ich vergessen. Da würde ich mir auch noch wünschen, dass man das ein bisschen besser erkennen kann. Entweder bin ich der Einzige, der sich hier schwer tut, aber hier die kleinen Symbole, die sind ja das Säulen und dann die kleinen Festungen hier. Ich tue mich da schon ein bisschen schwer, das zu erkennen. Wahrscheinlich suche ich auch immer nach den Symbolen von EU4, das kann auch sein. Aber es ist ein bisschen schwer zu erkennen, gerade hier mit dem Weiß. Behandlung erfolgreich. Er ist wieder gesund. Hat er Mentagra behandelt? Ja. Er ist 45 Jahre alt. Nachfolgemäßig immer noch unser Sohn, der ist 15 Jahre alt. Wahrscheinlich, wenn er 16 ist, ist er dann soweit. Wir brauchen aktuell wieder mehr Rekrutenreserve. Aber es wäre auch gut, die aggressive Expansion zu senken. Gut. Ist eigentlich unser Schiff, das habe ich ja vorhin irgendwo... hier. Das hat ja den Auftrag, hier Flotten zu jagen. Es sind offenbar keine Flotten mehr übrig. Also, jetzt wird hier mal der Papa dann irgendwann dazwischen gehen. Zwischen diesen beiden revoltierten Rabauken. Sparta will Stoffe handeln. Dass wir hier einfach mal dazwischen gehen und einmal alle beide einnehmen. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Wie lange die hier schon hin und her scharwenzeln. Das hier könnten wir uns schon holen. 3-2. Wir brauchen irgendwo... wir brauchen hier 10. Mindestens 10 Pops. Pop, wie sagt man denn? Was ist die deutsche Mehrzahl von Pops? Bevölkerungen.
Wir brauchen mehr Bevölkerung. 2-1. 2-3. Wenn wir hier einfach die drei Stammesmitglieder umziehen. Modina. Und das Richtige. Ach, das heißt Madima. Das heißt Modina. Nee, aber hier ist auch Madima. Es gibt doch zweimal Madima. Das ist ja... Und ich brauche Modina. Ich habe keine Punkte mehr. Machen wir später weiter. Hier wird belagert. Ein Sklave kommt nach Alexandria und einer starb. Kann passieren. Dann hier unten. Okay. Oh, 42 aggressive Expansionen. Und wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal, damit ich schauen kann, was passiert, wenn wir über 50 kommen. Wir machen das jetzt. 380 Goldstücke. Ach, die wollen nicht. Och, wie soll ich denn hier hochkommen? Ich müsste durch Phrygien durch. Komme ich durch Phrygien durch? Militärzugang gewähren, erbieten. Ich kann mir nicht alles nehmen. Ich kann mir leider nicht alles nehmen. Gewaltmarsch hier rein. Geht leider auch nicht. Nö. Und hier oben wird das Ganze wahrscheinlich noch schwieriger. Wo war das eben? Hier drüben. Ah, hier vielleicht, wenn wir hier Zugang finden. Wir können doch... Nee, das ist... Jetzt dachte ich schon, das wäre hier unser Verbündeter. Wir haben übrigens einen Untertan integriert. Das war er hier oben. Andoro. Oder Andros. Andros war das. Er hier oben. Und es steht noch er hier aus und der hier unten im Süden da noch. Wenn wir hier durch dürften, einmal. Dass die uns alle immer nicht leiden können. Ich versuch's mal mit Bestechen. 0 von 27. Dann würde ich nämlich mit den Schiffen hier rüberfahren. Und hier reinmarschieren. Wir versuchen mal Bestechen, ob sich hier was ändert. Militärzugang erbeten. 0 von 27. 13, 14 Goldstücke. Null von 14. Ich warte mal ein bisschen ab, eventuell noch Beziehungen verbessern. Oh, wir können ja hier noch Sachen einnehmen. Fällt mir gerade ein, wir können ja hier einstellen. Jetzt pass mal auf, Zielsetzung, dann muss ich das nicht selber machen. Einheiten werden unabhängig, Einheiten verteidigen, erobern notfalls Territorium zurück, Einheiten greifen Rebellenarmeen an und belagern deren Gebiete, Einheiten suchen nach feindlichen Bewegungen, melden diese. Da ist jetzt nichts dabei, was, ich mach mal unabhängig, ob er überhaupt was macht. Ah, sehr schön. Dann muss ich das nämlich nicht selbstständig machen. Und vielleicht bekommen wir dadurch so viel Kriegsstand, dass wir doch alles bekommen. Wir haben nämlich hier noch ganz viel. Vor allem ne, Kriegsziel, Verteidiger kontrollieren, Provinz. Die, ah, das klappt wunderbar. Wunderbar. Wir müssen uns noch um den illoyalen Charakter kümmern. Nektanebo Amit. Auch genannt der Struppelpeter. 50 Loyalität.
könnten ihn einkerkern. Wir verlieren 1 Stabilität. Wir hatten 4 Tyrannei. Er ist Fraktionsführer. Ja, solange die nicht auf 0 hier unten ist, ist okay. Ist okay. Wenn er 16 ist, muss er erstmal seine Schwester heiraten. Nur damit das schon mal klar ist. Okay, wir schauen mal, ob unsere Schwester dann so gut ist. Also von den Werten her. So, also die machen das anscheinend wirklich selbstständig. Wir schauen die mal ein bisschen zu. Stopp! Jetzt stehen hier oben nochmal 12.000. Kommando zurück. Erstmal hier sammeln und dann hier reinmarschieren. Haben wir hier einen... Haben wir hier den Elfer-Kommandanten mit dabei? Yes! Sehr schön, dann laufen wir hier mit einem Elfer-Kommandanten rein. 11 gegen 6. Die Armee hat eine bessere Qualität. Aber wir haben die bessere Quantität. 14. April. Oh, wir kommen früher an. Moment. Wir kommen am 23. April an. Am 22. Stopp. 29. 23. Er kommt an. Alle laufen sich entgegen. Also wir kommen an am 23. hier. Er kommt am 29. hier drüben an. Das heißt, wir werden ihn hier abfangen. Und servieren ihm einiges auf. Auf die Kamele. Ich hoffe, das wird auch noch gepatcht, dass man hier, dass hier immer langsam wird, wenn man sich die Details anschaut. Da willst du dir das Ende der Schlacht anschauen und dann fährt die Geschwindigkeit runter und dann dauert es wie jetzt hier ewig, bis die letzten Einheiten vernichtet wurden. Achso, vielleicht sollte ich auch die Pause rausnehmen. Ich habe schon 5 Stunden gestreamt jetzt. Langhaar, es hat natürlich wieder jemand bemerkt. Natürlich hat es wieder jemand bemerkt. Es ist auch immer so. Wie peinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt pass mal auf. Euch geben wir den separaten Befehl wieder. Aber ich werde das im Auge behalten. Nur für den Fall, dass ihr hier runterkommt. Und dass er meint, irgendwie die Einheit nochmal sich zu holen. Es fällt ihnen ein, während der Pause nicht zu gewinnen. Unerhört. Oh, er holt sich mit 3.000 nochmal hier die 10.000. Respekt. Okay, die hatten keine, keine Moral, das ist... Okay. Weißer Frieden steht bevor. Wir müssen schauen, dass wir das hier relativ schnell jetzt einnehmen. Das hier unten. Das muss schnell eingenommen werden. Am besten, du gehst jetzt gleich mal... Nee, wobei, das hat schon gepasst. Du gehst hierher. Und du teilst dich mal eben auf. Wir müssen das schnellstmöglich einnehmen. Ist etwas... Hier müsste auch irgendwie ein Datum dabei stehen, damit man weiß, wann das abläuft. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Ich werde mal speichern. Damit mir der Spielfortschritt nicht flöten geht. In meinem Spielstandordner sieht es aus wie Kraut und Rüben. So, du gehst hier rein und dann kann ich euch wieder den normalen Befehl geben. Du hier oben. Unabhängig. Dann, ihr lauft auch noch rum. Wir können ja nochmal probieren, ob es jetzt schon geht mittlerweile.
Ah, jetzt haben wir hier auch schon. Angreifer kontrollieren Provinz Dekapolis. Allerdings geht... Ah, doch, geht wieder weg. Ich dachte, das geht nicht mehr weg, die Meldung. Wie sieht's aus? Jetzt haben sie Lust, alles herzugeben. Sehr schön, wir wachsen bis hier hoch. 42 aggressive Expansion. Das heißt, wir haben dann 62. Aber hey, wir machen das mal. Schön. Gut für uns. So, dann würde ich euch gerne nicht wieder unabhängig lassen. Wir werden euch einfach mal platzieren hier. Irgendwo. Damit wir uns eventuell ein weiteres Kriegsziel suchen. Aber jetzt natürlich noch nicht, weil jetzt ist die aggressive Expansion, die ist from hell. Fehlt ein Gouverneur hier oben? Eventuell einer, der die aggressive Expansion senkt. Ah, der ist nicht gut. Bevölkerungswachstum. Produktion von Bürger. Ich hätte wieder... Oh, der hat wieder zweimal Forschungspunkte. Bin mir nicht sicher, ob das dann auch sich addiert. Aber der wird jetzt hier eingesetzt. So, weil ich gerade gesehen habe, Handelsrouten, 0 von 0, 0 von 0, 0 von 0, 1 von 1, 4 von 4, 1 von 1, 0 von 0, okay. Wunderschön, guckt euch das an, wie sich Ägypten hier um die Ecke biegt. Ja, was machen wir als nächstes? Also die Integration hier dauert noch ewig. 491 hier unten. Die hier 480 in 3 Jahren hier oben. Ich würde gern mal... Ist denn Makedonien mit irgendjemand verbündet? Wir haben ja anfangs gesagt, ob wir nicht vielleicht Makedonien den Krieg erklären. Oh, die sind mit vielen im Krieg jetzt. What? Wir haben ihm eine Garantie ausgesprochen? Wer hat ihm denn eine Garantie ausgesprochen? Wird die Unabhängigkeit garantiert von Ägypten? Oh, das Seleukidenreich. Ah, jetzt sind wir wieder genauso weit wie gestern mit dem Rom-Durchgang. Die waren ja damals auch, ne? Seleukidenreich. Ich glaube, das ist Standard, dass das drin ist, oder? Ja, historische Garantie. Das Grau ist so hässlich. Ja, Minister Kosch, auf alle Fälle. Jetzt sind wir nämlich genau wieder so weit wie gestern mit dem Rom-Durchgang. Da haben wir auch Makedonien angegriffen und gehofft, dass das Ägypten nicht kommt und dass die Seleukidenreich nicht kommt. Und ich habe ganz am Anfang im Stream gesagt, wir könnten probieren, auch wieder Makedonien einzunehmen. Oh, wobei die aber hier schon sehr groß geworden sind. Das war gestern bei uns nicht der Fall. Da hatten wir die komplette Westseite hier. Aber dafür brauchen wir natürlich viele Schiffe. Wir brauchen viel Manpower. Aktuell haben wir überhaupt keine. Die aggressive Expansion scheint wenig Effekt zu haben. Die... Siehst du hier, Zufriedenheit, falsche Kultur 30%, Zufriedenheit, falsche Kulturgruppe 61% schlechter, Loyalität von Untertanenstaaten 61% weniger, Zufriedenheit von der Primärkultur 5% weniger, Machtkosten 22% mehr und negative Auswirkungen auf die Meinung anderer Nationen uns gegenüber. Also ich glaube eher, dass es nicht so ist wie zum Beispiel in EU4, wo du von einer Sekunde auf die andere, ich lasse die Zeit mal laufen, wo du von einer Sekunde auf die andere mit einer Übermacht an sich zusammenschließenden Parteien konfrontiert wirst. Das ist in dem Fall nicht so. Was hier, denke ich mal, eher das Problem ist,
wenn du viel aggressive Expansion hast über einen längeren Zeitraum, dann kann es halt sein, dass vielleicht dein Reich von innen heraus dann eventuell explodiert, weil die Loyalität dann immer mehr fällt und die immer weniger Vertrauen in dich haben und alle auf einmal zu revoltieren beginnen und so weiter. Die aggressive Expansion scheint wenig Effekt zu haben, wie bescheint eher was Reich von... Ah ja. Langhaar hat es gerade gesagt, genau, eher etwas, das das Reich von innen heraus dann quasi über die Zeit destabilisiert. Nordphobo, vielen Dank fürs Folgen, Dankeschön. Sag mal Hallo im Chat, wenn du Lust hast. Ja, einen Forscher, den wir brauchen, hier oben. 5 Punkte, das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Wir haben aktuell überall Stufe 3. Wie sieht's aus bei Makedonien? 2. Seleukiden haben 0. Wow. Die führen aktuell Krieg. Ah, entweder hat der gerade begonnen hier oben, der Krieg. Wo ist das hier? Ist es das hier oben? Parnien? Ja. Minus 52 für Parnien? Für das hier? Gegen das Seleukidenreich? Mit wem sind die denn verbündet? Sakia? Hier oben ein paar? Also, es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt anzugreifen, aber wir haben halt einfach nicht die Rekrutenreserve. Deswegen, wir halten erstmal die Füße still. Es wird sich bestimmt nochmal eine Möglichkeit ergeben. Was wir machen könnten hingegen, ist eventuell die hier, die kleinen Provinzen und Städte hier noch zu holen. Wer ist das denn? Südphönizien hat ein Bündnis mit Komagne hier oben und Arados hier oben. Also das könnten wir mitnehmen. Das hier ist Byblos, hat ein Bündnis mit Sidon. Ach, hier ist auch noch was. Und das hier, okay, das ist Phrygien. Ist auch im Krieg. Hier oben brennt echt die Hölle. Er hat immer noch den Bürgerkrieg. Also hier oben ist echt High Life. Die meisten großen Reiche der Antike sind ja auch implodiert. Ah. Mit einer der Gründe, warum sie die alte IP aufgegeben haben und es jetzt Imperator Rome heißt und eben nicht EU Rome 2. Ah ja, gut, aber es hat schon viele, viele, viele Anleihen von EU 4 und Crusader Kings 2 natürlich. Wir haben aktuell 12,3 Goldstücke pro Monat. Wir können mal wieder unsere Truppen runterfahren. Ich darf nur nicht wieder vergessen, sie hochzufahren. Dann bekommen wir nochmal mehr Geld. Irgendwas gegen die aggressive Expansion. Unterhaltskosten, machen wir mal das. Wo willst du denn Söldner ausheben? Ja, ich habe schon öfters gesagt, ich finde, dass es so 80% EU4 ist und 20% Crusader Kings 2. Achso, die haben viele Söldner, ja, auf alle Fälle, hier unten. Auf die könnten wir zur Not zurückgreifen. Aber wir sind jetzt ganz gut aufgestellt. Ich würde eventuell noch ein paar Schiffe bauen, damit ich hier nicht irgendwie 20 Mal hin und her düsen muss. Aber ich würde sagen, wir setzen uns jetzt einfach mal als Ziel Makedonien, so wie gestern beim Rom-Durchgang. Und dann habe ich auch einen schönen Abschluss. Wenn das klappt natürlich, wenn es nicht klappt, dann Pech gehabt. Wir uns nochmal ein paar. Wir haben jetzt hier auch nochmal 1, 2. Ich glaube, wir hatten 8 Kohorten aktuell. Dann haben wir 10, 11, 12, 13, 14. Vielleicht, dass wir auf 20 gehen. 15, 16, 17, 18, 19,
20.